Es war einmal eine Lady mit dem Namen Aphrodite. Sie wollte Königin der fairen Welt werden. Aber ihr fehlte der Mut und sie dachte, unwissend zu sein. Dabei war sie einfach nur zu zögerlich, ihre Geschichten über Freundinnen und Freunde aus der fairen Welt zu erzählen. Die Wahl zur Königin rückte näher. Mit gesenktem Blick lief sie durch ihre kleine Welt und immer wieder begegnete sie Menschen, die vermeintlich weit größere Sorgen hatten als sie selbst. Zu dieser Zeit wurden die Menschen von einer großen Krise gebeutelt. Ein schlimmer Virus hatte die Welt fest im Griff. Aphrodite war ratlos, aber ihr wurde auch bewusst, welche Chancen einer Krise innewohnen. Sie begann nun immer öfter ihren Bekannten von ihren Reisen, Begegnungen und Erlebnissen zu erzählen. Im Süden unserer Erde, am Rande der reichen Welt, leben viele Bäuerinnen, Bauern, Handwerker, Näherinnen und viele andere hart Arbeitende. Aphrodite durfte einige von ihnen kennenlernen. Sie erzählte ihren Bekannten von Fairness, Respekt und Gleichberechtigung, von der Schönheit des Planeten, den Wundern der Natur, den herrlichen Früchten und Produkten, die ihre Freundinnen und Freunde auf der ganzen Welt mit Sorgfalt und Liebe hervorbringen. Aphrodite begriff schnell, was am wichtigsten war. Sie hatten auch ihre alltäglichen Sorgen und der schlimme Virus verband alle. Aber sie hatten noch andere Sorgen als wir hier bei uns. Wann wird endlich die Wasserleitung unser Haus erreichen? Haben wir das Schulgeld beisammen? Wird die Kaffeeernte gut? Doch alle wussten, dass sie es aus eigener Kraft schaffen würden, ihre Sorgen klein zu halten, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Warum? Weil sie Teil der fairen Welt waren. Einer Welt ohne Ausbeutung von Mensch und Natur. Der faire Handel zeigte ihnen diese Chancen und sie waren ein wichtiger Teil davon. Es gab keine Benachteiligung mehr. Frauen waren den Männern gleichgestellt. Alle konnten von ihrer Arbeit leben. Die Kinder gingen in die Schule. Die Arbeit machte auch nicht krank und die Natur wurde nicht vergiftet oder zerstört. Alle konnten ihr Wissen vertiefen, wussten über den fairen Handel Bescheid, auch wegen den Kursen und Tipps, für die Geld und Zeit vorhanden waren. Aphrodite erkannte aber, dass es als Königin des fairen Handels wichtig ist, auch ihre kleine Welt zu verändern. Die Herausforderung hier bei uns wurde ihr immer klarer. Der faire Handel funktioniert nur, wenn Aphrodites Freundinnen und Freunde ihre schönen und köstlichen Waren auch fair kaufen können und ihre Geschichten aus der fairen Welt erzählt werden.